Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Linke hat die Zielstellung, Bildung und Erziehung für alle Kinder zugänglich zu machen, und das kostenfrei. Dass das nicht in allen Bereichen sofort zu schaffen ist, ist klar, aber wir müssen einen Weg dazu finden. Dazu hat die Linksfraktion in dieser Legislatur mehrere Anträge eingereicht, die leider nicht die Zustimmung der Koalition fanden. Umso mehr freut es mich, dass sich bei der SPD-Fraktion die gleiche Grundhaltung entwickelt hat. Also, meine Herrschaften, jetzt ist aber mal gut. Es wird wirklich andauernd gelacht und bitte die Aufmerksamkeit für die Rednerin. Oder gehen Sie raus. So, jetzt besser. Vielen Dank. Umso mehr freut es mich, dass sich bei der SPD-Fraktion die gleiche Grundhaltung entwickelt hat, wie ich den Ergebnissen Ihrer Klausur und den Aussagen des Fraktionsvorsitzenden Rat Saleh entnehmen konnte. Der Kollege Saleh hat ja in der Abendschau vom 22. Januar nicht nur die Kostenfreiheit des Schulortes angekündigt, sondern nach Intervention von Udo Wolf, dass wohl zunächst die Bedarfsprüfung abgeschafft werden müsse, auch das zugesagt. Das finde ich großartig, und ich hoffe, dass wir deshalb hier noch gemeinsam zum Ende dieser Legislatur ein Zeichen setzen können. Was ist unsere Begründung für die Abschaffung der Bedarfsprüfung? Wir haben ungefähr 150.000 Grundschulkinder. Die Kinder, die in Schulen mit gebundenem Ganztagsbetrieb sind, haben Glück, denn hier sind Unterricht und außerunterrichtliche Bildung und Erziehung sowie Freizeitaktivitäten von 8 bis 16 Uhr über den Tag verteilt. Und alle Kinder müssen in dieser Zeit in der Schule sein, und das kostet die Eltern nichts. Die Kinder, die an offenen Ganztagsschulen sind, haben dieses Glück nicht unbedingt. Denn hier müssen die Eltern einen Bedarf nachweisen, wenn die Kinder den Hort besuchen sollen oder möchten. 60.000 Kinder werden hier in Berlin ausgegrenzt. Und wer wird hier ausgegrenzt? Der Großteil der Kinder arbeitsloser Eltern und die Kinder von Geflüchteten. Wir müssen uns auch hier endlich der Frage stellen, was Kinder in belasteten Lebenssituationen und ungünstigen städtischen Verhältnissen brauchen, damit der Teufelskreis von sozialer Herkunft und Schulerfolg durchbrochen wird. Das gilt besonders in den sozialen Brennpunkten der Stadt und natürlich auch für Flüchtlingskinder. Dass Flüchtlingskinder, besonders wenn sie in Massenunterkünften leben müssen, so viele Angebote zur Integration wie möglich erhalten müssen, ist doch wohl unbestritten. Und auch hier verweise ich auf Rat Saleh. Dass wir hier etwas anders machen müssen als bisher, damit sie alle Chancen bekommen, um bei uns anzukommen. Kinder arbeitsloser Eltern kommen häufig aus Familien, wo die Eltern ihnen eben nicht die Bedingungen bieten können, dass sie so gefördert werden, wie sie es bräuchten. Und gerade diese Kinder werden zurückgewiesen. Und dann wundern sich Politikerinnen und Politiker auch hier im Haus, wenn Schülerinnen und Schüler Schulabschlüsse nicht schaffen, wenn sie zu schwänzen anfangen und damit aus diesen Kindern eben nicht wird, was aus ihnen werden könnte. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Bedeutung des Hortes für die Bildung noch oft verkannt wird und Erzieherinnen und Erzieher häufig als die, die nur spielen und basteln, eingeordnet werden. Und das sind sie eben nicht. Es ist auch an der Zeit, die Bedeutung des Hortes für Bildung und Erziehung anzuerkennen. Und ich appelliere hier an die SPD, weil ich weiß mich ziemlich einig mit der Opposition und den anderen beiden Oppositionsfraktionen, dass wir hier wirklich ein Zeichen setzen und diesen Zustand beenden.